Freunde, auf geht's in ein großes neues Abenteuer mit The Last of Us. Neues Spiel. So, wir spielen natürlich auf erbarmungslos. Bin ich irre? Wir spielen auf normal. Jeden Tag eine gute Tat. So ist es. Neue Spieldaten. Auf geht's. Was für ein Partikeleffekt, Junge. Ich habe tatsächlich The Last of Us damals nur auf der PS3 gespielt. Das Remaster habe ich noch nie gesehen. Noch nicht mal irgendwas davon. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Remaster jetzt tatsächlich aussieht. Soundcomputer. A Naughty Dog Game. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. Nette Begrüßung. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann Walter kannst White. Du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Erstmal die Rolli flexen. Die tut nur so. Das habe ich damals als Kind auch gemacht. Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Es ist tot. Aim auf der Konsole wird auch wieder ein Träumchen. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Och Gott, wie süß. Oh mein Gott. Das ist ein kleiner T-Rex mit einem Hütchen. You're not a fossil yet. Lieber Papa, also schön. Du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Oh Gott, wie süß. Nein, Tobi, in diesem Stream ist man erst ein Ehrenmann, wenn man mein Code, Creator-Code LCBrain bei Fortnite eingibt. Oder im Epic Game Store, wenn man ein Spiel kauft. Danke sehr, Leute. Dad? Juhu! Boah, die kann straight auf Klo laufen. Kann man ja sogar blind hinlaufen, gefühlt. Oh,
Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern, Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und 3 weitere Personen. Die war aber ganz schön verwirrt. Junge. Kippo, leider nicht, as far as I know. Kannst du aber natürlich trotzdem eingeben. Weil ich weiß nicht zu 100%, ob das nichts bringt. Also, kannst du natürlich gerne machen. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los, es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Oh Gott. Stell euch vor, das seht ihr bei euch einfach aus dem Fenster. Hey Jasmin, schön, dass du hier bist. Kapu. Dad! Was ist bloß los? Die jagen dich, Kleine, weil du mit harten Drogen dealst. Irgendwann kriegt man jeden. Ja. Ein Telefon. Heute, mein Freund, ist der Tag da. Ich belästige dich nun schon seit 2 Jahren mit meinem Abonnement. Grüdi und Bussi. Grüdi und Bussi. Dicken Hype für Jasmin in Chat, Mann. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Jasmin. 2 Jahre. Damn. Das ist ein dicken Hype wert, Leute. Herzlichen Dank, dass du schon so lange dabei bist. Und herzlichen Dank, dass du einfach schon sowieso einfach da bist. Du bist cool. I like you. Ist das dein erstes Mal The Last of Us? Du wirst dieses Spiel so lieben. Ja, Mann. Das erste Mal. So ist es. Das hast du aber schön gesagt. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Where the hell are you? Call me. Ich bin auf dem Weg. Tommy ist auf dem Weg hierhin, oder? Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Also, ich habe ja heute Geschirr gespült. Ne? Bei uns sieht das nicht so aus. Hm. Was ist mit dem armen Hund passiert? Oha. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Hey. Alles wird gut. Jimmy, bleib zurück! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Nein, The Game habe ich noch nicht. Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Ganz gut. Jimmy hieß der Nachbar, der durch die Tür kam, Sleepy Potato. Tommy ist er. Danke. Kein Handy, kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf.
kein Zugang zu Travis County. Müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Das ist ein Kind, Alter. Hey, Vicky, schön, dass du hier bist. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Hey, Atlas. Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. She will remember that. Alle Idioten hatten dieselbe scheiß Idee. Natürlich, die wollten weg. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel? Los jetzt! Oh mein Gott! Tommy! Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt! Dreh hier, dreh hier! Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Schlimm. Sehr schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Sie sind überall. Deckung. Komm, Schatz. Halt dich fest. Okay. Holy shit. Hey, Dimitar. Schön, dass du hier bist. Mach die Augen zu, Kleines. Lauf weiter! Leute, Pappe, rennen! Nicht hinsehen, Sarah! Sieh einfach nur mich an, Kleines! Lauf! Ich bring dich hier raus! Alter! Ich hab grad so eine krasse Gänsehaut, Alter, ohne Scheiß. Zurück, es sind zu viele! Hier lang, durch die Masse! Los! Ah! Wir sind fast da, Kleines. Lauf weiter! Mach, dass ihr wegkommt! So fühle ich mich, wenn die Mensa in der Schule aufmacht. Joe! Bewegung!
Ich kenne das Spiel noch nicht, ne? Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Wir sind fast da! Oh. Sei eine gute Idee, Ronny. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Hab ich einen Titel geschrieben. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisungen? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Puh. Oh. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Alter, oh. Das war ganz schön traurig. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies. Die Fireflies, mhm.